Hallo, grüß euch. Wem geht's nicht so, dass drei, vier Nudelbackteln um hast, die was einfach übrig bleiben? Wir sind nur zu zweit und ein ganzes Nudelbackteln, gerade zum Beispiel die Spiralen mache ich nicht selber, die bleiben eigentlich meistens übrig und das ärgert mich. Und heute habe ich einmal die Nudelbackteln alle halb weich gekocht, also sie sind noch bissfest, also nicht ganz weich. Und da machen wir heute einen Nudelauflauf. Ich habe auch zwei verschiedene Sorten, was in dem Fall eigentlich egal ist, weil sie so und so nochmal in der Royal kochen mit dem Gemüse. Und zwar habe ich da Gemüse geschnitten. Alles, was ich noch gefunden habe im Kühlschrank, Paprika, bitte Paprika tue ich immer schälen, man vertrag sie viel leichter. Ein bisschen Brokkoli, ein bisschen Kohlrabi, Frühlingszwiebel und ein ganz kleines Stückchen Zucchini habe ich auch noch gehabt und das habe ich jetzt alles relativ in gleicher Größe geschnitten und das tun wir jetzt mit den Nudeln mischen. Also es ist ja ganz ein einfaches, eigentlich ein richtig ein gutes Mittagessen. Jetzt tun wir die Nudeln da rein, dann kann man endlich einmal sagen. Und bei dem Nudelauflauf ist es so, dass man natürlich auch, wenn was übrig bleibt, noch einmal entweder im Mikrowellenherd oder in, ich bin jetzt kein Fan vom Mikrowellenherd, aber das Aufwärmen ist okay. Kochen darf ich jetzt nicht drinnen, aber Aufwärmen ist okay. Das tun wir jetzt einfach alles in die mit Back drin ausgefettete Butter vor. Und da tun wir jetzt das noch ein bisschen, ich habe da ein bisschen als kleines Haferl. Das tun wir jetzt ein bisschen noch mischen. So ist das gerade recht. Dann machen wir die Royal. Bei der Royal habe ich da drinnen 150 ml Milch und 150 ml Sahne. Also 1 zu 1, 150, 150. Da dazu tun wir zwei Eier. Zwei ganze Eier. So, jetzt habe ich die Schale drinnen. Aber an der werden wir uns hoffentlich nicht. Dann tun wir salzen. Ein bisschen Schmack, es braucht das alles, gell? Salzen, dann tun wir das Pfeffer. Ich tue jetzt nachher noch einen Löffel Curry rein, weil wir das Curry total gern mögen. Und dann tue ich noch ein bisschen Chili rein. Nicht zu viel, weil der Curry ja auch schon scharf ist. Das tun wir jetzt kurz durchrühren. So. Das ist eigentlich alles schon gewesen. Also die Nudeln habe ich in der Früh, wenn ich es arbeiten geht, bitte könnt ihr sie auf Nacht vorkochen oder in der Früh vorkochen. Tut bitte eine Folie drüber, dass sie nicht oben eine Krusten bilden. Und dann habt ihr nur mehr das Gemüse zum Schneiden, das was man auch vorher schneiden kann. Eine Frischhaltefolie drüber und den Kühlschrank. Also wenn ihr jetzt heimkommt von der Arbeit, geht das wirklich schnell, die Royal drüber und so 30, 35 Minuten schätze ich bei 180 Grad Heißluft. Das habe ich schon vorgeheizt. Bei 180 Grad Heißluft tun wir das dann backen. Was natürlich nicht fehlen darf bei uns, das ist immer der Käse. Ich mag halt auf jeden Auflauf Käse drauf. Und das an guten, an Geschmackring. Das zum Beispiel ist ein guter, abgelegener Bergkäse. Das mögen wir am allerliebsten. Es müsst nicht so viel aufhören. Wir mögen das halt so gern, wenn es dann eine schöne Kruste ist. So tue ich das jetzt ins Backerl. Und nach den 35 Minuten zeige ich euch, wie es ausschaut. Und wir lassen uns das dann schmecken. Bis bald. So,
es riecht herrlich. So schaut es aus. Der Käse ist eine richtige Kruste. Bitte vergesst es nicht in Handschuhe und lassen, wenn es aus. Herz ist es. Der Käse, herrlich. Wow. Das ist halt einmal ein Nudelauflauf. Hm? Ich habe den jetzt 35 Minuten rein gehabt. Schaut es nicht köstlich aus? Also wir lassen uns das jetzt schmecken, macht es nach. Wirklich, wenn es Nudeln übrig habt oder natürlich halt verschiedene, da werden sie so und so nochmal gebacken und nachher sind sie auch durch, auch wenn einmal ein bisschen Grässers dabei ist. Schnellste Mittagessen der Welt. Ich wünsche euch alles Gute beim Nachmachen. Danke fürs Zuschauen und pfiat euch.